Am 5. Februar lief im Nihler Fordwerk das 40-millionste Fahrzeug, ein Ford Fiesta, vom Band. Gewürdigt wurde das Jubiläum mit einer Feierstunde in der Montagehalle der Fiesta-Fertigung. Neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fordwerke GmbH und Medienvertretern nahmen als Gäste Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle, der stellvertretende NRW-Ministerpräsident und Landesinnovationsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart sowie Kölns Oberbürgermeister Jürgen Rothaas an der Veranstaltung teil. Das Jubiläumsfahrzeug, ein fünftüriger Ford Fiesta in Polarsilber Metallic, ist für einen Kunden in Berlin bestimmt. Symbolhaft wird damit eine Brücke von Köln nach Berlin zu den Wurzeln des Unternehmens in Deutschland geschlagen, wo die Ford-Geschichte 1925 in Berlin ihren Anfang nahm und 1930 auf Initiative von Konrad Adenauer in Köln fortgesetzt wurde. Ford-Deutschland-Chef Bernhard Mattes würdigte den Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und bedankte sich bei den Beschäftigten für ihr Engagement. I know the Germans will make a good job of it. Das hat Henry Ford, der Erste, 1930 gesagt, als er ein paar hundert Meter von hier entfernt den Grundstein für dieses Werk legte. Und heute wissen wir, er hatte recht. Denn heute feiert Ford, die Ford-Werke, das 40-millionste Fahrzeug. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle lobte 40 Millionen Ford-Autos als herausragenden Unternehmenserfolg, auf den das Management und die Belegschaft stolz sein können. Ford in Deutschland hat sich längst über die Landesgrenzen hinaus auch als wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort etabliert. Zentral für den Erfolg dieses Unternehmens, und das ist hier überall greifbar, ist das Stichwort, das Rainer Brüderle wiederholt gesetzt hat, nämlich das Stichwort Innovation. Und das ist ihr überall zum Greifen nah. Ford hat Innovation gerade hier in Nordrhein-Westfalen so groß geschrieben, wofür wir sehr dankbar sind. Ganz in der Nähe, in Merkenich, hat der Ford-Konzern seine Gesamtfahrzeugentwicklung für alle kleinen und mittleren Fahrzeuge weltweit. In Aachen, in ihrem Forschungszentrum, stellen sie die Umweltforschung und die Sicherheitstechnik ins Zentrum.